Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu In Sound Mind. Schön, dass ihr am Start seid. Ja, wir stehen wieder hier, wer hätte es gedacht. Aber dafür haben wir jetzt wieder komplett 100% Taschenlampe. Auch nicht schlecht. So, wir versuchen nochmal unser Glück natürlich. So, Mama machte das Abendessen, aber jetzt ist sie im Eisschrank. So, Abendessen wird sie an der Küche machen. Ich habe nämlich einen Tipp bekommen von meinem lieben Bruderherz und ich hoffe mal, dass er recht hat, sonst weiß ich ehrlich gesagt nicht weiter. Bei Feuer schlief Dad immer den ganzen Tag, also brachte ich ihn zur Laderampe. Also packen wir den Papa mal ans Feuer. Im Dachstuhl hat er immer Mut, jetzt verbirgt sich mein Bruder im Lager, also der Bruder in den Dachstuhl. Und ich, mir geht es gut, alles okay, dann Unglück und da ich böse bin, bin ich seelenloser Abfall, also die Gute dort rein. Hä? Hä? Bin ich doof? So hatten wir das doch letzte Folge. Oder nicht? Also der Tipp von meinem Bruder, nur mal so als Info, war halt eigentlich, dass ja alle zweiten Orte, die genannt werden, also Eisschrank, Laderampe, Lager und so weiter, dass wir die ja hier als Räume haben. Das heißt, vielleicht hätten wir den Papa ans Feuer packen müssen. Und dann in der Laderampe gucken gehen. Vielleicht hat sich da was verändert. Das war der Gedanke dahinter. Aber komischerweise öffnet sich's jetzt, obwohl ich mir sehr, sehr sicher bin, dass ich das letzte Mal auch habe so reingepackt. Vielleicht nicht in der Reihenfolge? Oder es hat wirklich irgendwas gebackt? Ja, ich weiß es nicht. Der Plan war eigentlich dann in die jeweiligen richtigen Räume in Anführungszeichen zu gehen. Aber okay, so bin ich auch zufrieden. Das war der Tag. Sie zog den Spiegel am Schminktisch. Sie zog den Spiegel am Schminktisch ihrer Mutter aus den Halterungen. Der Geschmack von Blut und Lippenstift blieb in ihrem Mund bis zu ihrem Tod. Sollen wir da jetzt rein? Hab ein bisschen Angst davor. Boah, hier wird irgendwas Gruseliges passieren. Weiß es jetzt schon. T-Bauklotz. Ein gelber Bauklotz mit den Buchstaben T. Boah, man sieht hier aber auch so schlecht, ne? Kann ich hier so einen Ballon kaputt machen? Kann ich? Weiß nicht, ob ich das tun soll. Der kleine Teddy... Oh nein! Teddybär hat den Kopf verloren. Ist natürlich ein bisschen traurig. Nimm trotzdem lieber mal die Pistole in die Hand. Und du musst auch deinen Kopf verlieren. Bam! Du auch. Oh oh. War bloß ein Luftballon. Okay. H-Bauklotz. Ein violetter Bauklotz mit dem Buchstaben H. Brauchen wir nicht. Too much for one man. Boah, ohne Ende. Also irgendwie brauchen wir anscheinend... Na gut, okay. Wenn wir hätten da vorne so viel Taschenlampe verschwendet wie letzte Folge, hätten wir das jetzt gut gebrauchen können. Oder wir brauchen hier unbedingt noch. E-Bauklotz. Ein blauer Bauklotz mit dem Buchstaben E. Ist der böse? Macht der irgendwas? Nö, der macht nichts. Ein D-Bauklotz. Was auch immer das mit den Bauklötzen hier auf sich hat. Anscheinend müssen wir irgendwas bauen. Ein A-Bauklotz? Can't carry any more of this. Warum gibt es hier so viele Batterien? Ich weiß nicht, was der davor hat. Wir haben wieder einen Spiegel. Ah, hated. Okay. Wir müssen anscheinend die Bauklötze dahin packen. Ah? Ist nur die Frage, ob das richtig rum ist. This seems correct, but something with the reflection is wrong. Also doch andersrum? Also von der Richtung ist es ja egal, ne? Wir hatten hier mit dem... Hatten wir es gerade so rum? Ne, wir hatten es andersrum, oder? Jetzt? Wir haben es geschafft.
Oh, sie kommt. Aber wir haben den Spiegel, wir sind sicher. Frage ist, wo ist die Gute? Da hinten lungert sie rum. Müssen wir die jetzt hierher locken? Ich will sie mir nochmal kurz markieren. Da kommt die von alleine hierher. Hallo. Hier bin ich. Hallo. Ah, ich glaube, sie kommt von alleine. Hey, meine Gute, komm mal her. Guck mal hier. Spiegel, Spiegel, Spiegel. Bam. Sie hat ihre Maske verloren. Ich glaube, wir haben sie für immer besiegt. Sie wollte sterben, nur jemand so Selbstsüchtiges wie du würde versuchen, ihr das wegzunehmen. Ich sehe mit Freude, dass es dir nicht gelang. Wir wollten ihr das doch gar nicht wegnehmen. Naja, gut doch, wir sind Therapeut, natürlich versuchen wir irgendwie ihre Suizidgedanken zu mildern, wegzunehmen, wie auch immer man das bezeichnen mag. Aber es ist ja unser Job. Und das ist doch auch richtig so. Wer sagt denn, dass das schlecht ist? Tja, also wir haben sie oder ihren Geist anscheinend für immer befreit, würde ich jetzt mal behaupten. Die Frage ist nur, wie geht's jetzt weiter? Müssen wir hier wieder raus? Tja, arme Virginia, es tut mir leid. Ich hab dir nur Gutes gewollt. Ich höre es heulen. Sehen wir was mit der Scherbe? Nee, aber irgendwas weint. Da ist sie. Och Mensch. Guck mal, du siehst gar nicht so schlimm aus. Könntest dir mal wieder die Haare kämmen, aber ansonsten... Mann, irgendwas ist mit deinen Beinen ganz komisch, aber ansonsten ist alles gut. Ach, Kleine, komm mal her. It's okay. So schlimm sah es nicht aus. I don't think Virginia would be capable of doing something like this without some sort of outside influence. I promise you, Miss Rule, I'll get to the bottom of this. Also dass jemand anders sie dazu getrieben hat. Vielleicht der Typ am Telefon? Man weiß es nicht. So, jetzt ist nur die Frage. Also wir haben sie befreit. Sie kann endlich in Frieden ruhen. Das ist schon mal schön. Aber wir müssen der Sache natürlich auf den Grund gehen. Ich glaube, wir sollen wieder zurück, ne? Nehmen jetzt schon mal die Waffe in die Hand. Ah, hier ist einfach eine Tür. Ah, es hat sich nicht aufgeklärt, was mit dem Typen die ganze Zeit war, der uns so erschreckt hat. Sie kann ihren Anblick nicht ertragen. Ich mache ihr da keine Vorwürfe, aber sie muss die Welt eben sehen, wie sie ist. Hilf ihr, darüber nachzudenken. Zeige ihr, was sie sehen muss. Ach so, das ist, ja, ist noch von früher hier. Na gut. Auf ins Licht, wir gehen wieder zurück ins Haus. So gefühlt ist das Haus mittlerweile gar nicht mehr gruselig, denke ich mal. Ja, das war jetzt schon, das war nicht ohne. Also ich meine, man hat sich dran gewöhnt, man weiß, dass die Gute immer kam, die Scherbe und so, aber der Typ, der uns immer erschrocken hat und generell auch so die ganze Atmosphäre mit Eisschrank und Co., war ab und zu doch schon mal ein bisschen gruselig. I think I'm ready now. We can talk about the scars. My face. If you'd like, yes. I appreciate you not asking me about them. I mean, I do see you looking at them. Everyone does all the time anyway. I'm listening. Okay, sie hat Narben im Gesicht. Aber das war doch das letzte Mal noch nicht auf dem... Das ist ein neues Tonband jetzt, ne? Also... Wir sind noch im alten Tonband, aber das ist eine neue Aufnahme, die wir gerade angehört haben. Es kommt mir zumindest nicht bekannt vor.
Also gleicher Weg wieder zurück. Wahrscheinlich erfahren wir jetzt noch was. Also es sind die Narben in ihrem Gesicht, warum sie sich so schlecht fühlt. When I was a kid, my mom, she used to sign me up for like Little Miss whatever the hell, you know, like these beauty pageants. For this one, I was practicing at home and I was in the bathroom just playing with like some of my mom's makeup and then I, sorry. Take your time. Ich glaube, ich weiß, was rauskommt. Wir hatten sie doch jetzt auch im Puppenhaus mit dem Spiegel, der kaputt war und Blut. Und es stand doch auch was auf diesem Zettel mit Make-up-Dings. Sie hat sich wahrscheinlich irgendwie mit dem Spiegel anscheinend die Narben im Gesicht zugefügt, aus Versehen. Und hat seitdem Komplexe, weil ihre Mutter sie auch immer erzogen hat, dass sie die Schönste sein muss. In diesem Schönheitswettbewerb, so würde ich das jetzt zumindest erstmal deuten. Fell apart. I hate her, my mother. She made me go anyway. Made you go where? Out. To the pageant, to school, everywhere, with a busted up face and stitches. Ah, vor allem sogar dann noch zum Schönheitswettbewerb. Das ist natürlich doppelt fies. Es ist anscheinend also ein Kindheitstrauma. Sie sich so dolle hässlich damit gefühlt hat, dass sie deswegen nie das Haus verlassen wollte. Wir haben sie dazu gebracht, was ja auch richtig ist, dass wir gesagt haben, du musst wieder zurück in die Öffentlichkeit, du musst merken, dass die Narben nicht so schlimm sind. Aber anscheinend wurde es entweder ihr hier zu viel, weil neuer Markt, neue Leute, zu viele Gesichter. Und sie hat deswegen diesen Austicker bekommen, oder es steckt wirklich irgendjemand dahinter. Wir werden es rauskriegen. She's a monster and a liar. She told me I was still pretty. She said people wouldn't judge me. Guess what? They did. They look at me with pity. I look back at them with hatred. I hate her. I hate everyone! I understand. Stop looking at me! Die Arme. Die Arme. Eine ist ja lieb, dass ihre Mutter gesagt hat, dass es nicht schlimm ist, aber gerade in der Schule und so, ich mir schon vorstellen, dass das eine schwere Zeit war. Wir sind wieder zu Hause. Oh, ich habe unsere kleine Miets vermisst. Wir haben zumindest schon mal einen Speicherpunkt. Und es ist wieder etwas später geworden. Wir haben es jetzt fast 3/4. Weiß gar nicht, hatten wir noch... da haben wir ein bisschen was zu lesen. Aber ich finde, bei dem Spiel kann man es auch mal durchlesen. Weil einerseits ist es interessant und gehört sehr dolle zur Geschichte dazu. Und andererseits sind die Texte auch nicht alle 3 Meter. Also, na, alle 3 Minuten. So, Patientenname Virginia Rule, Alter 25, Persönlichkeitsstörung nicht näher bezeichnet, Trauma durch frühere Verletzung, Umstände der Behandlung. Patientin begann die Behandlung aufgrund einer Disziplinarmaßnahme am College. Mitbewohner hatten mögliche suizidale Gedanken gemeldet. Patientin versteckte sich meist in ihrem Zimmer aus Angst vor Verurteilungen wegen ihres äußeren Erscheinungsbildes. Persönliche Geschichte. Als Kind wurde die Patientin von ihrer Mutter Gemma Rule zu Schönheitswettbewerben geschleppt. In dieser Zeit litt sie unter Beleidigungen, die mit ihrem Erscheinungsbild und ihrem Auftritt zu tun hatten. Bei einem Unfall fiel ein Badezimmerspiegel auf die 6-jährige Virginia, was zu zahlreichen Narben führte und ihre Beteiligung an Schönheitswettbewerben beendete. Psychologische Notizen. Patientin leidet an der konstanten Verurteilung durch Dritte, die von ihrer Teilnahme an Schönheitswettbewerben trotz eines Unfalls, der zur Entstellung ihres Gesichts führte, herrührt, und einer nicht unterstützenden häuslichen Umgebung. Patientin verinnerlichte das in extremer Weise, was zu einer starken Aversion gegen öffentliche Orte führte, aus Angst, verurteilt zu werden. Patientin will nicht in den Spiegel schauen, oft hat sie Wutausbrüche gegen jene, die sie für verurteilend hält,
Ganz ruhig, ich will erstmal lesen, ne? Patientin wurde ermutigt, regelmäßig Alltagsaufgaben zu übernehmen, die sie nach draußen bringen, als ihr örtlicher Einkaufsladen wegen des Konkurrenzdrucks durch den Homamart Superstore schloss, musste die Patientin ihre Routine ändern und ihre Lebensmittel an einem Ort mit einer viel höheren Kundenfrequenz kaufen. In jüngster Zeit vermehrt Angstgefühle, vermehrt Angst vor unbekannten Gefahren und Bedrohungen. Okay. Bin ich froh, dass das Spiel eine deutsche Übersetzung hat. Alles klar, also Homamart hat den alten Laden weggedrängt, das wussten wir schon. Da waren aber viel, viel mehr Kunden, weil halt alles billiger und größere Kette und keine Ahnung, weiß der Geier. Und damit natürlich, steht hier vor der Tür. Und damit natürlich auch viel, viel mehr Gesichter, die sie anschauen. Trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, dass das unsere Schuld als Therapeut war, sie nach draußen zu schicken. Desmond, darling? Oh Gott. Who said that? I did, of course. How? You can talk now? I mean, you could argue that I always could, and you just didn't care to listen. Look, let's not waste any more time on how unbelievable this all may be and tackle the situation at hand. You are going to die, Desmond, if you do not get to the bottom of all this madness. Simply, you must keep a level head and find a way through this. I will help you, as best as I possibly can. Now, concentrate. Who might have some answers? I don't know. This is weird. Patience, Desmond. Patience and grace. Patience? My patience. Don't you find it curious? You can enter Virginia's apartment, and she doesn't even live here. Something strange is happening. You would benefit from knowing what that is. It sounds like a plan. Boah, ich muss sagen, das Spiel ist echt gut gemacht. Also wirklich, wirklich gut gemacht. Die ganze Musikuntermalung gerade. You keep seeing these pills everywhere. Glowing, blue. What happens if you collect them all? Dann einfach hier unsere Katze, die auf einmal mit uns spricht und uns Tipps gibt. Generell auch die ganzen Puppen, die sich immer wieder verändern und uns zeigen, was wir machen sollen. Also wirklich mal ganz, ganz großes Lob. Don't let that flashlight run out of juice. Let's be honest, your eyes are not as good as mine. Irgendwie feiere ich die Katze gerade sehr. Süße Mietzio. Nö, ich will... Alright, let's keep it moving. Aber ihr hat's gefallen, habt ihr es gesehen? Auch wenn sie sagt, wir sollen was anderes machen. Der Kleine hat's gefallen. So. Ja, wirklich sehr, sehr geil gemacht bisher. Ich feiere es mega. Wir sind auch aktuell gut durchgekommen. Letzte Folge war halt ein bisschen doof. Ich weiß nicht, was da los war. Ich gucke mir die Folge jetzt nochmal an, also die gestrige. Warum sich dieses Puppenhaus da nicht geöffnet hat. Entweder hat was gebackt oder wir hätten es wirklich in der richtigen Reihenfolge reintun müssen. Aber ich bin mir eigentlich sicher, dass ich genau dieselbe Position der Puppen definitiv schon so hatte. Das war klar. Pointless. I can listen to songs with nothing. So, was haben wir denn aktuell als Quests? Verlasse den Keller. Im Keller? Erkunde das Gebäude, hol dir die Gasmaske aus dem Heizkeller. Ach, stimmt. Und wir haben jetzt eine Scherbe. Ja, jetzt kommt's langsam wieder. Wir können natürlich jetzt die ganzen Dinger aufkloppen. Und wir haben noch eine ganze Menge Pillen. Die werden wir uns auch sammeln. What is up with those mannequins? Tja, die sind eigentlich ganz cool. Aber sie sagt ja auch schon, findest du es nicht verwunderlich, dass du bei Virginia in der Wohnung sein kannst, obwohl die gar nicht hier wohnt? Generell halt auch die Sounds sind echt gut gemacht im Spiel. Also wirklich mal großes Lob. Man kriegt dadurch echt Schiss, weil irgendwo was knarkst oder genau solche Sachen hier passieren. Also wirklich sehr geil gemacht. Virginia really tried to change. Admirable. Ach, wir müssen die nochmal streicheln. Right there, behind the ears. Oh, ja, jetzt wird's langsam. Ja, ich glaube, wir sind irgendwie so ein bisschen in unserem Kopf gefangen.
Sie sagt ja auch, dass das alles gar nicht sein kann. Die wohnt ja gar nicht hier. Ich denke, wir haben vielleicht selber eine posttraumatische Störung erlitten aufgrund dessen, dass sich unsere Patientin umgebracht hat. Sie sagt ja auch, die Mietz, wir müssen dem Ganzen auf den Grund gehen, sonst sterben wir. Also vielleicht sind wir irgendwie nur in unserem Kopf gefangen. Sehr schön. Na gut, wir machen Schluss mit der Folge. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Und dann sehen wir uns morgen 16 Uhr wieder. Bis dahin. Macht's gut.